Rosenkränze an den Grenzen. Zehntausende beten für Rettung Polens. Zehntausende polnische Katholiken haben an den Außengrenzen des Landes Menschenketten gebildet und Gott um die Rettung Polens und der Welt gebeten. Die Gläubigen folgten einem Aufruf der Stiftung Solo Dios Basta. Zu der Aktion Rosenkranz gebet an den Grenzen hatte auch die polnische Bischofskonferenz eingeladen. Gegner sprachen von einer islamophoben Aktion. Die Bischöfe bezeichneten die Kundgebungen an der gut 3500 Kilometer langen Landesgrenze als Massengebet für den Weltfrieden. Die Kritiker sahen die Aktion hingegen als gegen Muslime gerichtet. In einer live- und ultrakatholischen Sender Radio Maria übertragenen Messe erklärte Krakaus Erzbischof Marek Jedraszewski, er bete für die anderen europäischen Nationen, damit sie die Notwendigkeit verstehen, zu den christlichen Wurzeln zurückzukehren, damit Europa Europa bleibt. Mehr als 1000 Menschen nahmen in der Kirche der Ortschaft Koden an der Grenze zu Weißrussland an einer Messe teil. Der 64-jährige Adam Hernig, der mit dem Reisebus aus seiner Diözese eintraf, sagte, ich kenne die Muslime nicht, aber wir dürfen sie nicht in unser Land lassen. Dann haben wir unsere Ruhe. Die Aktion fand an dem am 7. Oktober begangenen Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz statt, das seit der Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571 gefeiert wird. Damals besiegte die christliche Flotte die muslimische Übermacht und rettete damit Europa vor der Islamisierung, wie die Stiftung in ihrem Aufruf erklärte. An der Aktion nahmen hunderte Kirchen aus 22 Diözesen in Grenznähe teil. In der Europäischen Union sperrt sich Polen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Besonders Muslime werden vielfach mit Skepsis betrachtet. Der polnische Innenminister Mariusz Błaszczak hatte im Sommer ein Einreiseverbot für Migranten aus islamischen Staaten in die EU gefordert. Die Multikulti-Politik sei eine Abkehr von den Wurzeln der europäischen Zivilisation und damit auch vom Christentum und bringe faule Früchte. Was sich in den letzten Jahren verschlimmert hat, ist der Gebrauch von Hasssprache mit Blick auf Muslime und Flüchtlinge, sagte die Psychologin Carolina Hansen vor kurzem dem Deutschlandfunk. Obwohl insbesondere letztere in Polen gar nicht vorhanden sind, sind die Leute sehr voreingenommen. Sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen und auch keinen Kontakt mit ihnen.